Нет. Пнем. Noch ein Überfall auf die Faschisten. Ich muss einen Außenposten der Faschisten ausschalten und die Tschernaja-Station infiltrieren. Einer unserer Späher kommt mit, aber er hat einen eigenen Auftrag. Daher werden wir die meiste Zeit getrennt arbeiten. Wir sind fast da. Hab gehört, du bist ein guter Schütze. Hier ist die Gelegenheit, das zu zeigen. Mit Waffen wie deinen ist das vielleicht sogar ein Kinderspiel. Ich wünschte, wir hätten mehr von den Babys, dann würde ich dir helfen. Aber ich bin mir sicher, dass du das auch alleine schaffst. Was haben wir denn hier, frage ich mich. Ja! Verdammt, fast hätten sie uns erwischt. Naja, wir sind jetzt trotzdem in Stellung. Unser Hauptziel ist es, in die Tschernaja-Station zu kommen. Dafür müssen wir die Jungs im Umfeld beseitigen und ins Gebäude rein. Du eliminierst die Wachen dort und ich bringe in der Zwischenzeit meine Aufgabe zu Ende. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns am Eingang der Station. Zuerst müssen wir das Dach und die Türme freikriegen. Dann kümmern wir uns um die Patrouillen. Das war grandios! Das hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. Lass sie jetzt nur nicht zur Glocke kommen, sonst läuten sie Alarm. Was zum Teufel machst du da? Die lösen noch einen Großalarm aus. Schnapp sie dir! Wir sind fast da. Hab gehört, du bist ein guter Schütze. Hier ist die Gelegenheit, das zu zeigen. Mit Waffen wie deinen ist das vielleicht sogar ein Kinderspiel. Ich wünschte, wir hätten mehr von den Babys, dann würde ich dir helfen. Aber ich bin mir sicher, dass du das auch alleine schaffst. Was haben wir denn hier, frage ich mich. Ja! Verdammt, was hätten sie uns erwischt? Naja, wir sind jetzt trotzdem in Stellung. Unser Hauptziel ist es, in die Tschernaja-Station zu kommen. Dafür müssen wir die Jungs im Umfeld beseitigen und ins Gebäude rein. Du eliminierst die Wachen dort und ich bringe in der Zwischenzeit meine Aufgabe zu Ende. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns am Eingang der Station. Zuerst müssen wir das Dach und die Türme freikriegen. Dann kümmern wir uns um die Patrouillen. Sauberer Schuss! Was zum Teufel machst du da? Die lösen noch einen Großalarm aus. Schnapp sie dir! Ha!
Das hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. Lass sie jetzt nur nicht zu blocken. Anscheinend sind wir hier fertig. Jetzt musst du zu dem Gebäude. Zum Glück haben die da ein Kabel, das du benutzen kannst. In der Zwischenzeit um diese Seite. Eliminiere die Leute auf deiner Seite und die Rabe. Wahrscheinlich die Rabe ist voll mit Faschisten. Sei also vorne. Und kommen die Jungs oder was? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Und was soll die Hektik überhaupt? Was die Hektik soll? Ein Sturm zieht auf. Du kennst mich. Ich habe ein Gespür dafür. Er hat ein Gespür. Na, warum fragst du dann mich? Wisst ihr was? Ah, egal. Zu den Stellungen. Ja, Herr Offizier. Verdammt! Verdammt! Die Roten haben unseren Eder angegriffen. Es gibt Gerüchte, dass wir einen roten Spion geschnappt haben und ihn dort übergeben werden. Also haben diese Mistkerle ein gottverdammtes Bataillon zur Rettung geschickt. Und die haben sich etwa... Bevor unsere Jungs also Wuchten davor waren, holten die Roten ihren Spion und flüchteten in die Katakomben.
den Spinnern? Tunlose Idioten. Andererseits sagt unser Anführer, dass alle Häufen zurückgeblieben sind. Von den Spinnen kommt niemand wieder zurück. Naja, sonst konnten sie ja nirgends hin. Unsere Jungs kamen und verbrachten ihnen einen und so liefen die... Abgesehen davon wussten sie nicht, dass das Spinnen sind. Tja, die haben es nicht anders verdient. Danke für die guten Neuigkeiten. Tja, wir haben gesehen. In Ordnung, mach weiter. Nur zu. Sobald der Funk wieder klappt. Sind klar.
Hier voraus sich nie zu sagen. Das ist hier der Arsch der Welt. Anscheinend fehlt bei den Roten an der Brücke wieder Wasser. Der Waffenstillstand ist fast vorüber. So gesehen haben wir hier ziemlich Glück. Lange Wir sind drin. Alles klar, dann verpassen wir den Faschisten einen, den sie nicht so schnell vergessen. Mir nach!